Willkommen, willkommen aus Paris. Wir sind hier bei Honor gewesen und haben das neue Honor 8 bekommen. Und der nette Herr Fuchs, den ihr links seht, der hat mir das P9 mal ausgeliehen, weil das ist ein ziemlich ähnliches Handy von der gleichen Marke eigentlich. Denn Honor ist ja eine Untermarke von Huawei, wie ihr es wisst. Wenn ihr euch wundert, wer rechts auch ein Honor 8 in der Hand hat, das ist der Herr Technikfaulty, den könnt ihr auch gerne abonnieren, der hier gerne unterwegs mal ein bisschen rumspielen wird, während ich das Video hier drehe, wo ich die beiden Handys vergleiche, denn ihr bekommt für 400 Euro das gleiche an Hardware fast wie für ein 700-Euro Handy bei Huawei, das aber bis natürlich früh erschienen ist. Das P9 ist im April vorgestellt worden und hat damals richtig coole Sachen vorgestellt, wie eine Dual-Kamera mit Leica-Hilfe noch mit dabei, was die Software angeht, wurde da ein bisschen nachgeholfen, aber das Ähnliche hat jetzt eigentlich hier Honor auch verbaut mit der gleichen 12-Megapixel Sony-Sensorik, dahinter auch Dual-Flash, also zwei Blitzlichter und hier sogar sind ein paar mehr Sensoren noch mit dabei, die ich bei Huawei gar nicht sehe, und ich glaube in der weißen Version sind da auch keine, also vielleicht ist der Fokus hier sogar noch ein bisschen schneller. Das werden wir gleich mal vergleichen. Was ihr auch sehen könnt hinten ist, dass wir Fingerabdruckleser dabei haben. Hier ein komplettes Metallgehäuse, hier ist so ein bisschen verglast, dadurch haben wir so eine schöne Reflexion mit dabei, aber an sich hat Honor auch ein komplettes Metallgehäuse hier außenrum verbaut in verschiedenen Farben. Hier in dem Fall im Blau haben wir das bekommen, und wenn ich beide genau in die gleiche Richtung aufeinander lege, dann seht ihr auch, dass wir auf der Unterseite die gleichen Anschlüsse haben mit USB-C zum Beispiel, Kopfhöreranschlüsse, dann das Mikrofon ist wahrscheinlich hier auf die andere Seite verlegt worden, wo die Lautsprecher sind. An der Seite sehen wir auch bei den An- und Ausschalttasten und Lautstärkeregler-Tasten, dass sie ziemlich ähnlich sind. Und oben hat sogar Honor noch einen kleinen Pluspunkt, denn hier haben wir Infrarot mit dabei. Damit könnt ihr euren Fernseher, HiFi-Anlage und weiteres bedienen. Das geht bei Huawei zum Beispiel gar nicht. Natürlich beide Dual-SIM-Geräte mit Micro-SD optional. Und was wir jetzt machen werden, ist mal den Fingerabdruck-Scanner vergleichen, wo wir einfach unseren Finger drauflegen müssen. Wir müssen gar nicht das Handy an der Seite irgendwie anschalten oder so. Und dann können wir gleich ins System rein. Das mache ich jetzt ein paar Mal, damit wir wirklich einen Vergleich haben, ob die wirklich ähnlich schnell sind. Denn das Huawei müsste sogar vielleicht ein bisschen langsamer sein, denn es hat nur 3 GB RAM und das Honor sogar 4 GB RAM, obwohl das weniger kostet. Das ist sehr kurios, aber die chinesische Firma hat sich scheinbar so entschieden. Und wie ihr merkt, beide sind gleich schnell beim Einloggen in das Handy selbst, und wie ihr merkt, auch die Software ist ziemlich identisch, denn von beiden haben wir hier die Android 6.0 Version mit der Huawei eigenen Software hier drauf. Beide haben Hälfte der Helligkeit gerade, und was wir kurz zeigen ist die Kameraqualität, indem ich mal kurz in die Kamera reingehe, dann seht ihr, dass die Selfie-Kamera vorne bei beiden, ich glaube 8 Megapixel beträgt mit einem schönen Weitwinkel, Beauty-Filter und so weiter gibt es natürlich auch alles, aber ansonsten von der Geschwindigkeit her rechts vielleicht sogar noch ein bisschen schneller vom Sensor her, aber Weitwinkel alles ziemlich gleich. Die Tasten, wie ihr sehen könnt, auch nicht großer Unterschied hier. Aber jetzt schauen wir uns mal die hintere Kamera kurz an. Wo wir dann kurz sehen können, dass links, auch obwohl HDR gar nicht an ist, bei beiden normale Fotofunktionen, hier den Fuchs seht ihr gerade lächeln, links die Farben ein bisschen ja, vibranter sind, HDR-mäßiger, eigentlich auch ohne HDR-Funktion gerade angeschaltet, aber sonst vom Fokus und von der Geschwindigkeit her scheint doch alles gleich schnell zu sein, und beide können ja auch nur Full-HD-Videos aufnehmen, wie gesagt mit 12 Megapixeln. Wenn ihr jetzt mal einen direkten Vergleich in der Sonne haben wollt, ich habe hier ein paar Bilder gemacht vorhin im Freien. Das war in der Galerie hier, glaube ich, irgendwo gerade auf meinem Honor. Müsste ich jetzt mal wieder suchen. Hier, genau, vom Eiffelturm. Dann seht ihr hier von beiden ein schönes Bild. Und wenn wir ein bisschen näher rangehen hier, da gibt es so einen kleinen Text in der im mittleren Bereich vom Eiffelturm. Dass die 12-Megapixel-Kamera wunderschöne Bilder macht, da würde man sogar noch die Personen sehen, glaube ich, die oben rumlaufen. Aber hier den Text kann man sogar noch teilweise lesen und auf der rechten Seite vielleicht noch sogar ein bisschen besser lesen als auf der linken Seite. Aber an sich, die Details sind bei beiden sehr gut sichtbar und mit beiden könnt ihr wunderschöne Fotos machen. Aber wie gesagt, bei Honor zahlt einfach ein bisschen weniger Geld für ein 5,2-Zoll-Handy bei beiden mit Full-HD-Bildschirm, und beide haben auch den Kirin 950-Prozessor drin von Huawei. Also was Hardware angeht, sind sie ziemlich gleich auf, wobei Honor einfach mehr GB RAM drin hat und ansonsten auch diese schrillen Farben, die vielleicht noch ein bisschen interessanter sind, wenn ihr euch noch meinen Farbvergleich anschaut von den Honor 8 Geräten, die es dann entsprechend in 4 Farben gibt. Mein Name ist Balaschkal, das war es hier mit dem ganz kurzen Honor 8 mit Huawei P9 Vergleich aus Paris. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, meinen Channel zu abonnieren.